Und willkommen somit zurück zu einer neuen Runde Feueralarm. Ja! Okay, nein, Spaß, willkommen zurück zu Minecraft Arctic. Minecraft Arctic. Mal, ich muss mit dir etwas besprechen. Komm kurz mit. Komm kurz mit in dein Zimmer, weil meins viel hässlicher ist. Also, hier ist mein Rucksack, ja? Und in meinem Rucksack ist ein Automatic Scary... Was? Atmosphäre Gau. Ja, damit habe ich auch mal Probleme, das auszusprechen. Genau. Folgendes. Was ich jetzt überlegt habe, ohne dich, weil ich einfach immer ohne dich Zeug mache. Wie nennen wir eigentlich unser Raumschiff, Fabian? Ja, weil ich würde sagen, weil wir das auf Arktik gefunden haben, würde ich sagen, dass wir es auch Arktik nennen. Genau das würde ich nämlich auch sagen. Zwar, dass das Projekt heißt ja auch Arktik, dann würde ich einfach sagen, das Raumschiff nennen wir auch Arktik. Das wäre einfach ein perfekter Name für so ein schönes Raumschiff, weißt du? Ja, und das hat ja auch noch einen Hintergrund, wir werden ja hier auf Arktik, also wir werden ja von hier von Arktik wegfliegen. Und somit würde ich auch sagen, dass wir wenigstens, dass der Name, Projektname überhaupt noch ein bisschen Sinn ergibt, ne? Also, denke ich, dass das gar nicht so schlecht ist, da irgendwie so einen Projektnamen brauchen wir auch. Wir können ja nicht einfach den Projektname umändern, so, darum Arktik passt da, glaube ich, einfach gut. Ja. Also sonst können wir noch irgendwie so ein, ich weiß sonst, der Hauptname irgendwie Arktik, dann können wir vielleicht noch sagen, was ist so, irgendwie so ein Nebennamen, wie so ein Spitznamen, ne? Also Spitznamen vielleicht? Die können wir zum Nachhinein noch überlegen. Ja, schreibt's in die Kommentare. Genau. Ja. Dann werden wir einfach so gucken, ja, also genau, das was ich machen wollte, weil ich will euch mal was zeigen. Toni, bitte nix eintippen, ich möchte was eintippen. Ja, okay, machst du das. Beziehungsweise ich gebe erstmal eben du dein. Oh ne, warte. Ich mache einmal so. Ja, guck mal, wir haben das nämlich gemacht, denn das fand ich extrem dumm. Und jetzt mache ich nochmal. Gib mal Hallo ein. Hallo. Toni ist super extrem dumm. Schön, dass du alle Adjektive groß geschrieben hast. Du hast schon mal alles richtig gemacht, Fabian. Du hast jedes Adjektiv in dem Wort groß geschrieben. Ich weiß. Ja, außer super. Super ist kein Adjektiv, glaube ich. Ach, keine Ahnung. Extrem ist auch kein Adjektiv. Ach, ist was scheiß drauf. Sonst ich super weiß das auch Adjektiv, was drei Wörter waren. Genau, auf alle Fälle. Wir können hier das Ganze auf die Disk laden, auf die Floppy Disk. Ja, ist nur die Frage, wie. Load. install. Nothing to install. Achso, warte mal, vielleicht. Warte, installieren ist ja, wenn man das draufpackt. Vielleicht müssen wir ja. Disk? War das irgendwie so. Ja. Weißt du was, ich glaube, wir können das erstmal so lassen. Ich denke nicht, dass wir das unbedingt brauchen. Wir wollten jetzt eigentlich gleich noch rausgehen, denke ich. Ja. Also uns da rausbegeben, rausgehen, wie auch immer. Und nochmal gucken, wegen Leben in seinem scheiß Raumschiff. Nämlich ist mir aufgefallen, ja, dass da ja Common-Blöcke waren. Und ich wollte mal gucken, wir vielleicht da was rumexperimentieren können. Weil ich wollte unbedingt mal einen Hebel an den Common-Block dran machen, an einen davon. Und gucken, was so dann passiert. Hebel? Ja, gleich habe ich einen Hebel. Ich habe auch Holz. Wo? Fabian! Warum ist da irgend so ein grünes, so eine grüne Scheibe? Weiß ich nicht. Geh da am besten weg von, Fabian. Was zum Teufel ist das? Hallo! Ah. Was wenn ich dann Chicken reingeworfen habe? Also, schön euch mal wiederzusehen. Nachdem ihr mit eurer scheiß Bombe mein Schiff gesprengt habt. Erstmal klaut ihr alles aus meinem Schiff, alles was mit von Wert hat. Zweitens. Rechtfertig. Zweitens, sprengt ihr es einfach ohne Grund. Wenn ihr. Doch! Du hast unsere Welt gesprengt! Darum sind wir doch erstmal hier auf den Drecksplaneten. Okay, nennt mir einen Grund, warum ich nicht dasselbe mit eurem Schiff machen sollte. Würdest denn so instant sterben? Ist das? Oh. Nein. Ich habe ja... Au. Au. Ja, hier. Komm mir nicht zu nah. Komm mir nicht. Ich glaube... Ihr solltet das besser lassen. Ich
Ich bin bewaffnet, also. Wir sind auch bewaffnet. Ich spreng euer Schiff. Hilft da die universale Blockentferner? Hilft da meine Sonnenbrille? Wieso lache ich überhaupt? Eure mickrigen Witze sind so schlecht. Ich bin so sauer. Nennt mir einen Grund, warum ich euch nicht gleich wegbomben soll ins nächste Quadrant. Vielleicht einfach aus dem Grund, weil du unseren Kingdom-Planeten weggesprengt hast? Ja, aber ich wollte ja auch euch eigentlich nur sezieren, um zu lernen und um Wissen. Ja, vor allem einfach nur, ne? Das ist ja auch nicht irgendwie schon so ein bisschen, ne? Unfreundlich, sag ich mal. Ihr seid drei, ihr wart drei. Könnt ihr bitte aus unserem Lager raus? Ihr wart drei. Einen habe ich seziert, sein Gehirn war nicht so ganz besonderes, aber bei euch... Wer war denn der dritte? Dieser komische... erinnern? Hast du der? Ja gut, den konnten wir sowieso nicht gebrauchen. Ich werde ihn euch auf den Hals schicken, also... Ich dachte, du hast ihn tot gemacht. Ich dachte, er ist tot. Nein. Tschüss. Nein, du bleibst hier, ja, das ist, So, was, Rocketferner. So. Das repariere ich später. Also pass auf. Wie bist du jetzt hierher? Au! Kann ich jetzt einfach für Feueralarm? Tut mir leid, also Feuer, ne? Hier wegen Flammenwerfer und so, verstehst du? Ja, klar. Wie bist du eigentlich hierher gekommen, ja? Erklär mal. Das bleibt wohl oder übel mein Geheimnis. Tschüss. Nein. Wo ist er? Da. Oh mein Kein Gott. Kein Schritt mehr. Wie macht er das? Magie, würdet ihr es nennen. Es ist keine Magie, es ist... Hey, dieser Bogen. Was sind das eigentlich für Kostbälle? Schießt auf euch Sternschnuppen. Wenn ihr einmal getroffen werdet, kann ich mir jetzt was wünschen? Werdet ihr sofort sterben. Und der überlebt, kann sich was wünschen, ja. Ah, okay, danke. Aber du wirst es niemals sein, weil ihr es niemals überleben werdet. Ich würde lieber aufpassen, mit wem du dich anlegst, ja, Mr. Herr Levin. Ihr solltet aufpassen, mit wem euch anlegt. Leg dir meinen Zauberstab hier ein, ja? Ich kann Perlen schießen, dir Schaden machen und vor allem hat einen Flammenwerfer. Ja. Lieber auf, mit wem du dich anlegst. Und ganz immer für Sollen wir ihn umbringen? Ich würde eher, vielleicht hat er ja irgendwas, oder... Sollen wir herfliegen? Vielleicht hat er einen Raumschiff, den er hergekommen ist. Vielleicht können wir da noch was plündern. Was? Wo bist du? Ich hoffe in der Luft. Achso, lol, bei mir. Okay, Jetpack. Ich hab gar nicht gesehen, dass du Jetpack benutzt hast. Leb wohl. Au! Ist das euer Ernst? Hört auf, mir zu folgen. Komm her. Ich sprenge euer Schiff, wenn ihr mir weiter in die Quere kommt. Das ist doch. Ich habe Angst, dass das Eis gleich bricht. Also, lasst mich gehen. Niemand kommt zu Schaden. Okay? Aber ihr mickrigen Menschen, bevor ich gehe und euch für immer in Ruhe lasse, gebt mir meinen Zeitsprungkristall und ihr werdet von mir nie wieder was hören. Und vielleicht habt ihr sogar Glück und ich schicke euch ein Raumschiff. Warum? Hä, wir haben doch hier eins. Ich meine ein besseres. Mit Warp-Antrieb. Gib mir einfach mein Kristall, bitte. Warum? Weißt du was? Fabian, ich glaube, wir sollten ihn einfach sein Kristall wiedergeben. Ich meine, wir haben ja eh keinen Nutzen dafür. Danke. Für den Preis, dass er uns in Ruhe lässt, ist das schon ziemlich... Ne, eigentlich schon fast unbezahlbar. Also. Was soll das denn jetzt heißen? Ja. Danke. Jetzt lasst mich in Ruhe, ich gehe. Okay? Okay. Folgt mir nicht. Wenn ihr mir folgt, tut es mir leid, werdet ihr sterben. Kommen wir denn nicht wieder da raus, wo wir die ganze Zeit rausgekommen sind? Jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Leb wohl. Fabian, ich würde sagen, mach dich bereit. Wir werden jetzt gleich losfliegen, abhauen, oder? Ja. Ja, definitiv. Okay, warte. Wir nehmen alle Sachen, die uns sehr wichtig sind, einfach
nehmen wir mit und den Rest lassen wir dann verstecken wir vorliegen, okay? Das wäre ein sehr guter Plan, okay. Ja, aber wohin? Das und mehr sehen wir in der nächsten Folge. Von... Okay, also das sind alles, sehen wir in der nächsten Folge von... Arktik! Genau so. Nein. Ja. Wo ist er? Nein. Wo ist er? Bleib weg. Bleib weg. Das. Warte, hast du einen Chat? Toni, nein. Toni. Ha, ich sag doch, ihr seid mickrige Menschen. Das würde ich an deiner Stelle lassen. Stopp, 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 cut.